herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind bei einem Aktionär TV Interview, in dem wir jetzt mal wieder auf die wichtigsten Themen am Markt blicken. Und dazu begrüße ich jetzt Andreas Lipko, Marktstratege bei comdirect. Ja, schönen guten Tag, Herr Lipko. Wir beginnen traditionell mit dem DAX. Für den ging es jetzt eigentlich tagelang nach unten. Gestern gab es dann auch erstmal deutliche Verluste, aber am Ende drehte er sogar noch ins Plus oder er schaffte es, im Plus zu schließen. Was steckt hinter dieser ganzen Performance? Ja, im Endeffekt, Herr Rohmer, haben Sie vollkommen recht. Wir haben eine sehr bewegende Vergangenheit jetzt in den jüngsten Tagen gesehen. Und Italien war natürlich wieder ein Thema, was sehr, sehr stark gerade in Europa gespielt worden ist. Aber wir haben auch Kursverluste an den US-Börsen gesehen. Und die sorgten dann dafür, dass so die Kursbewegung in Deutschland, in Europa auch eher so gegen Kurs Süden gerichtet war. Gestern dann die Erleichterung, Wall Street eröffnete etwas besser. Somit hat sich der DAX dann auch von seinen Kursverlusten im Laufe des Tages erholt und ist dann doch im relativ versöhnlichen Ende zum Handelsende ins Plus gezogen, aber eben unterhalb der 12.000 Punkte. Es gibt ja auch einige Belastungsfaktoren, Sie haben es schon erwähnt teilweise, den Handelsstreit Italien, die US-Renditen, auch die gesenkte Wirtschaftsprognose des IWF. Wie bewerten Sie jetzt dieses ganze Umfeld und wie könnte es vor allem mit dem DAX weitergehen? Ja gut, die Gemengelage momentan ist nicht gerade förderlich für Aktien. Wir haben ja noch zusätzlich die steigenden Renditen, gerade eben durch den Zinsdruck bzw. Zinsanhebung in den USA, die ja dafür dann sorgen, dass man hier auch in Europa langsam schon an das Ende der expansiven Geldpolitik denkt und hier auch schon etwas steigende Umlaufrenditen beobachten kann, was dafür sorgt, dass Aktien eigentlich unattraktiver werden insgesamt. Und somit ist dieses ganze Umfeld nicht gerade förderlich, zumal wir ja auch jetzt eigentlich einen Aufschwung seit 10 Jahren gesehen haben durch die Förderung der Notenbanken, durch eben diese sehr, sehr expansive Geldpolitik, haben wir Konjunkturzyklus gehabt, der kaum Korrekturen zugelassen hat, der wirklich hier kaum Branchen gesehen hat, wo eben dann auch mal Rückgänge, Gewinnrückgänge zu verzeichnen waren. Und das hat sich jetzt im Endeffekt akkumuliert. Und man muss sehen, dass in 2019 viele Analysten und Volkswirte damit rechnen, dass wir dann hier doch den Setback, dass man hier so eine Art Korrektur denn sieht, dass man hier das Wirtschaftswachstum nicht mehr so stark vorweisen kann wie in den letzten Jahren. Die IWF hat, wie gesagt, auch schon darauf hingewiesen. Wir haben auch schon andere Institute gesehen, die eben darauf schon hingewiesen haben, dass man eben 2019 nicht mehr wirklich das grüne Klee vorfindet, sondern dass hier die Umgebung in der Volkswirtschaft auch etwas schwieriger wird. Die 10-jährigen US-Anleihen sind zuletzt ja auch kräftig gestiegen. Gibt es denn hier eine ernsthafte Alternative zu Aktien für Anleger? Naja, momentan nicht. Man darf nicht vergessen, dass Anleihen sehr langfristige Trends ausbilden. Und das gilt natürlich dann auch für die Rendite. Rendite steigen, wenn eben Kurse von Anleihen fallen. Und hier darf man eben nicht vergessen, wenn man eben eine Anleihe kaufen würde und die Renditen weiter steigen, würde man dann erstmal Kursverluste hinnehmen. Und deswegen sollte man weiter beobachten, wie stark eben gerade in den USA hier die Zinsanhebungen sein werden, weil die sich 1:1 auf die Umlaufrendite, auf die Kurse der darunterliegenden Staatsanleihen, der 10-jährigen Staatsanleihen eben auswirken werden. Demzufolge sollte man hier noch an der Seitenlinie stehen bleiben, solange nicht klar ist, wie weit der Zinsanhebungszyklus noch gehen wird. Hier hat man momentan so die 3%-Marke im Blick. Es können aber auch 3,5% werden. Wenn das erreicht ist, dieses Niveau, und die Notenbank sozusagen dann zur Seite tritt und sagt, wir beobachten das Zinsumfeld jetzt erstmal und werden uns auch ansehen, wie sich die Konjunktur in den USA weiterentwickelt, dann könnten auch wieder US-Staatsanleihen interessant als Anlage werden. Dann schauen wir unterdessen auf den Ölpreis, der war in den vergangenen Monaten ja im Rallye-Modus. Wie interessant sind vor diesem Hintergrund jetzt Aktien wie BP, Total oder Royal Dutch Shell? Ja, eine gute Frage. Im Endeffekt sind diese Werte interessant. Wir sehen jetzt klassisch auch Nummer 1, zyklisches Ereignis zum Jahresende. Die Lager müssen aufgefüllt werden. Öl wird nachgefragt in verschiedensten Formen, sowohl in der Logistik halt Benzin, Diesel, als auch natürlich halt in Form von Heizöl. Demzufolge hier die saisonale Nachfrage. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass wir im Endeffekt hier noch das Thema Iran auf der Agenda haben. Hier Sanktionen gegen den Iran. Das heißt, es werden keine Exporte aus den Iran mehr in andere Länder zugelassen. Das wird ein bisschen für Knappheit im Ölmarkt sorgen. Würde natürlich schon größtenteils vorweggenommen, kann aber genau in diesem beschriebenen Szenario dazu führen, dass die Preise dann doch mehr weiter steigen, als man sich das vielleicht vorstellen kann. Und da sind natürlich Ölpreise besonders interessant, gerade wenn man diesen Trend längerfristig sieht. Also das heißt, wenn der Preis sich wirklich längerfristig auf einem hohen Niveau halten kann, dann schlägt die Stunde der Ölförderer und der Ölunternehmen, weil diese dann eben auch wirklich mehr Geld verdienen. Hat man nur so einzelne Peaks, einzelne Ausschläge bei dem Rohöl, dann schlägt sich das kaum in den Unternehmen wieder. Also von daher sind die Unternehmen eigentlich durchaus interessant. Und von steigenden Kursen kommen wir jetzt zu Fallen, denn wir schauen auf den US-Tech-Sektor, der zuletzt ja ein bisschen unter Druck geraten ist. Was heißt das jetzt für Amazon, Apple und Co.?
Ja, die müssen jetzt liefern. Jetzt kommt wieder Berichtssaison und da muss man eben wirklich sehen, ob die Zahlen das auch rechtfertigen, weil die Kursanstiege, die man hier seit Jahresanfang gesehen hat. Man sieht also schon so ein bisschen Skepsis, gerade eben auch bei einer Facebook im Thema Datenschutz und Datensicherheit, Datennutzung allgemein. Das sind alles Themen, die dem Unternehmen so ein bisschen auch das Leben schwer gemacht haben. Wir haben Amazon, wir haben Apple, die ja jenseits der 1 Billion US-Dollar-Marke gestiegen sind, von der Unternehmenswertung gestiegen sind. Hier muss man also sehen, ob im Endeffekt das operative Geschäft das auch rechtfertigt. Beide Unternehmen natürlich sehr, sehr interessant weiterhin, aber hier muss eben nachgelegt werden, hier muss eben von der fundamentalen Seite untermauert werden, dass die Kurssteigerungen gerechtfertigt waren und das werden wir in den nächsten Wochen ja sehen. Kommen wir nochmal zurück nach Deutschland. Die Aktie von Wirecard hat wilde Bewegungen hinter sich in dieser Woche. Montag gab es herbe Verluste, gestern dann ging es klar nach oben. Außerdem hat man auch Wachstumsziele jetzt ausgegeben. Sollten Anleger bei Wirecard am Ball bleiben? Wirecard ist sicherlich interessant. Zum einen natürlich, weil jetzt auch DAX-Kandidat, also in die Liga der 30 größten und wichtigsten Unternehmen in Deutschland aufgestiegen, die zumindest börsennotiert sind. Und Nummer zwei natürlich ein Fintech und hier in einer Branche tätig, die zunehmend interessanter und natürlich auch wichtiger wird für die deutsche Bankenlandschaft und für die deutsche Wirtschaft insgesamt. Wirecard hat sich in den letzten Monaten durch Zukäufen sehr, sehr gut positioniert, aber es sind natürlich auch schon viele Lorbeeren vorweggenommen worden. Die Aktionäre bzw. Investoren haben hier einfach schon sehr, sehr viel eingepreist und daher dann auch diese starke Volatilität, die wir gesehen haben, weil man eben doch hier sehr verunsichert ist, ob eben die Zahlen das dann auch widerspiegeln, ob auch das Wachstum weiterhin so hoch bleiben wird, dass man eben die Bewertung, die man momentan am Markt für die Aktien vorfindet, hier rechtfertigen kann. Das Unternehmen mit Sicherheit interessant, aber man muss eben auch sehen, dass man hier nicht dem Zug hinterherläuft, sondern vielleicht dann Konsolidierungsformationen, Korrekturen nutzt, um sich dann die Aktien ins Depot zu legen. Bei Tesla, da wird es auch gefühlt nie langweilig. Da schauen wir jetzt drauf. Elon Musk hat zuletzt die SEC provoziert und über Shortseller geschimpft. Jetzt hat ein prominenter Shortseller hier quasi zurückgeschlagen. David Einhorn hat Tesla mit Lehman Brothers verglichen. Ist das ein nachvollziehbarer Vergleich? Na gut, das ist natürlich klar, dass hier sehr, sehr viel Polemik im Spiel ist. Wenn halt sozusagen ein prominenter Shortseller wie David Einhorn im Endeffekt direkt angegriffen wird und man hier ihn provoziert, dann kommen natürlich dementsprechende Vergleiche und polemische Aktionen eben dann auch zurück. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass eben Elon Musk als CEO doch hier sehr, sehr weit auch vorangegangen ist, gerade bei den Tweets, die man eben gesehen hatte. Es gab hier doch sehr fragwürdige Aktionen, die natürlich dazu geführt werden, dass wir hohe Volatilitäten in den Aktienkursen gesehen haben. Und da fragt man sich natürlich dann schon, ob nicht eher der Fokus auf das Unternehmen, auf das Management an sich, wie führe ich das Unternehmen, wie schaffe ich es eben über diese 5000 Fahrzeuge pro Monat denn hinwegzukommen, beziehungsweise pro Woche, dass man hier also wirklich dann eben die Produktionsprozesse optimiert, dass man hier dafür sorgt, dass eben die Kunden auch ihre bestellten Fahrzeuge kriegen, eher darum kümmert und nicht sich darum, wie sich der Aktienkurs im Endeffekt entwickelt und wie man sozusagen den Shortsellern, die ja sozusagen zur Börse gehören, wie Salz eigentlich in der Suppe, denen dann sozusagen das Leben schwer macht, indem man halt irgendwelche Tweets rausgibt, die dann doch kein Fundament haben. Die anstehende Bilanzsaison haben Sie schon angesprochen. In den USA geht es los am Freitag mit den ersten Banken, die am Start sind. Was erwarten Sie sich denn vom Bankensektor? Also der US-Bankensektor wird weiter brummen. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ich denke, dass wir hier von den ganzen großen Banken, Goldman Sachs, Citi, JP Morgan und Morgan Stanley, im Endeffekt wieder sehr, sehr gute Zahlen sehen werden, die im Endeffekt das auch darlegen und widerspiegeln, was man in den USA in den letzten Monaten eben auch schon antizipieren konnte. Wir haben eine sehr starke Deregulierung gesehen. Wir haben hier im Endeffekt ein gutes Umfeld für Banken, für Bankgeschäfte vorgefunden oder auch gesehen, die eben den Unternehmen aus den USA es ermöglichen, hier wieder gute Gewinne zu machen. Das hat sich bereits in den letzten Quartalen gezeigt. Das wird sich auch in dem laufenden Jahr weiterhin zeigen. Und ich denke, dass das ganze Jahr 2018 für die US-Banken insgesamt ein sehr, sehr gutes sein wird. Und darüber hinaus, welche Branchen sollten Anleger in der Bilanzsaison noch auf dem Zettel haben? Ja, wir hatten bereits schon über die Technologieaktien gesprochen und das werden auch vor allen Dingen das Zünglein an der Waage sein, um die weitere Entwicklung an den US-Märkten hier untermauern zu können. Man sollte auf jeden Fall auf die großen Technologiewerte wie Apple, wie eine Amazon, eine Alphabet und natürlich auch eine Netflix und eine Tesla weiterhin schauen. Das sind die Gradmesser im Endeffekt für den US-Markt. Diese Unternehmen haben ganz maßgeblich die Kurstendenzen in den letzten Quartalen und Monaten aufgezeigt und auch vorangeführt. Und demzufolge müssen diese Unternehmen halt auch weiterhin nachlegen und müssen auch von der fundamentalen Seite her zeigen, dass die Kurssteigerungen rechtfertigt waren. Und wenn das eben passiert, dann werden wir auch zum Jahresende weiterhin steigende Kurse sehen, weil die Anleger sich dann auch bestätigt fühlen, weil man dann weiterhin in diese Unternehmen investieren kann, weil die Grundvoraussetzungen eigentlich nicht schlecht sind. Es ist ja nur die Frage, wie stark das Gewinnwachstum ist und nicht, ob eins vorhanden ist. Und wir werden dann in den nächsten Wochen sicherlich an dieser Stelle auf die ein oder andere Bilanz blicken. Erstmal danke für heute, Andreas Lipko. Ich bedanke mich auch. Einen schönen Tag noch.
Ja, hoffentlich sind Sie beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.